Schwarzwald unterwegs. Und siehe da, in jeder kleinen Pfütze trifft man auch gleich von den Fröschen an. Kaulquappen werden sie später genannt. Im Moment scheinbar klein, doch irgendwann ein Frosch. Ein langer Stamm. Wie alt mag der wohl sein? Diese Frage stellt sich. Ja, wie alt? Auf jeden Fall wird er jetzt nicht älter. Aber man könnte jetzt Jahresringe zählen. Aber ich glaube, das lasse ich mal. Er hat sein Alter leider zu kurz, aber wahrscheinlich durch Sturm bedingt. Gab es ein jähes Ende und einen schnellen Fall. Wie so oft führen viele Wege irgendwie ans Ziel und wir treffen auf viele Gabelungen im Wald oder wo auch immer. Es ist schwierig, oft seinen Weg zu finden. Zum Glück haben wir Wegweiser. Jedoch sind die nicht immer in unserem Leben zur Verfügung und wir müssen unseren Weg finden. In diesem Fall gehe ich den unbequemeren Weg, aber den reizvolleren Weg. Und zwar den, der den Wald am besten beschreibt, in seinem Ursprung, nicht in seiner Befestigung, wie es dort vorherrscht. Nein, in seinem Ursprung, fast Ursprung. Eng, stolprig, von Büschen umsäumt, oft mit steigendem Gekletter und ja, zwischen den Büschen hindurch zu schlängeln. Ich denke mal, das ist das, was mein Weg ist. Immer ein wenig durchs Leben schlängeln. Und dann anzukommen, wo andere schon lange den bequemen Weg genommen haben, aber bei weitem nicht so viel erlebt haben, wie ich auf den Wegen abseits der Normalität. Ein Abdruck vom Glück, was ein Hufeisen beschreibt. Immer wieder bestimmen Wege unseren Gang, in welche Richtung wir gehen wollen. Wieder eine Gabelung, wo zu überlegen ist, ja, wo lang? Ich denke mal den unbequemen Weg, wie gehabt. Einfach kann jeder. Und hier sieht man noch, wie die Wurzeln freigespült wurden. Ich gehe mal davon aus, dass hier so starkes Schmelzwasser mal war oder durch Regenfälle, die dann selbiges bewirkt haben, dass die Wurzeln blank liegen, aber der Baum genügend Kraft hat, um sich selber immer noch zu halten. Das Rauschen des Baches, wo das Wasser von den Bergen runtergetrieben wird, monoton gleichbleibend, beruhigend für den Geist, für das Auge, für die Seele.
Wandern im Schwarzwald. So sieht das aus, wenn Guido Wege geht, die nicht der Route entsprechen, beziehungsweise der Routenbeschreibung nicht entsprechen. Nämlich scheinbar funktionelle Abkürzungen. Ja, berghoch und es endet im Holz. Das ist dann die Aussicht, wenn der Weg keiner mehr ist. Dann hängt man an so einem Hang, mitten in der Natur und hat eine schöne Aussicht in das Tal, was gleich nach unten abwärts geht, mit einem Bächlein. Ich irgendwie wahrscheinlich annehme, dass ich doch wieder auf einen Weg kommen werde. Irgendwann. So macht das Spaß. Es geht wieder auf Wegen vorwärts. Klappt es kaum. Es geht wieder Berge zu erklimmen auf festen Wegen. Ich glaube, ich lasse das mal mit dem Singenversuch. Mal ganz unten war ich. Da unten fließt das Wasser, welches ich fast mit den Händen trinken konnte. So dicht war ich da unten. Wo ist es denn? Es ist nicht mehr auffindbar. Es ist einfach zu dicht mit Bäumen bewachsen. Aber vielleicht kann man das an dieser kleinen Lücke dort unten erkennen. Es ist doch einladend hier. An diesem Weg lang zu gehen, die Natur zu bewundern. Ausgeschilderter Wanderweg. Manchmal sollte man ihn folgen, um ans Ziel zu kommen. Oder schneller ans Ziel zu kommen. Eine sehr schöne Gegend, nach wie vor. Schwarzwald für Naturliebhaber und Wanderer immer zu entdecken und zu empfehlen. Ja, hier möchte ich gern wissen, wer da wohl drunter wohnen wird in dieser Höhle. Es ist Fakt, dass die bewohnt ist, diese kleine Höhle, weil man sieht, dass die Wurzeln doch relativ abgegriffen sind. Und das ist schon ein schöner Schutz vor Wind und Wetter. Eine hervorragende Aussicht. Weit in das Land, in die Rheinebene. Im Hintergrund leicht die Vogesen zu erkennen. Frankreich. Elsass. Für mich Grund, eine Pause einzulegen.
bei einer solchen schönen Aussicht. So heißt übrigens auch dieser Punkt hier. Schöne Aussicht. Mit Parkbank oder Waldbank. Nur das, was auf der Bank liegt, das findet man hier nicht. Das muss man mitbringen. Brot, was zu trinken, Obst, Gemüse, eine Sitzfläche. Also eine gepolsterte Sitzfläche. Oh, ein Loch, ein tiefes Loch. Ob da noch jemand zu Hause ist? Ich denke mal schon. Es sieht mal ganz danach aus, dass die Erde ganz frisch verteilt wurde. Also gehe ich mal weiter und lasse diesen Bewohner allein. Für eine Schneeballschlacht reicht das nicht mehr. Der Blauen. Da bin ich jetzt. Puh, hat lange gedauert. Aber es war schön mit vielen Umwegen. Na, wenn das mal nicht eine tolle Aussicht ist, von hier aus seine Mahlzeit mal einzunehmen. Mit dieser Aussicht. Aus und in den Schwarzwald. Irre. Aber ich gucke jetzt mit der Karte. Okay. Es gibt zwei Rundwege um den Blauen. Aber das hat nichts mit meiner Wanderung zu tun. Die ist länger. Da geht's hoch. Solche Wege mag ich am liebsten. Denn einfach kann jeder. Oder das kennt ihr ja. Mittlerweile. Thank you.
leichter Wind am Blauen. Gute Sicht ins Land. Es wirkt alles so klein. Irgendwo da unten komme ich her. Nein, es sind nicht die Gallier. Aber es ist ein kleines Dorf am Fuße der Berge.